Gestern hatten wir einen Tag frei, also ich konnte mich etwas entspannen. Es war aber wirklich eine hektische Woche, aber es waren gute Tage. Seit Montag war es natürlich eine stressige Woche. Ich musste alles mit den Clubs erledigen und dann konnte ich endlich unterschreiben. In den letzten Tagen ging alles dann sehr schnell und ich glaube, das setzte sich bis zum Spiel fort. Ich hatte starke Müdigkeit in den Beinen, aber das wird mir erstmal nicht mehr passieren. Ja, von außen betrachtet ist die letzte Szene ziemlich dumm, da bin ich kritisch. Also ich würde sagen, es war höchstens eine 5 bis 6, so wie Sie es sagen, die letzte Phase nur im letzten Spiel, das war meine Schuld, ganz klar. Ich hätte besser verteidigen können, aber ja, ich werde dafür sorgen, dass das auch nicht mehr passiert. Schalke steht für die Fans, was sie tun, was sie für den Verein geben. Und das war schon immer ein großer Verein in der Geschichte des Fußballs. Also war es für mich eine Selbstverständlichkeit, hier zu unterschreiben. Ja, ein paar Clubs aus Italien und England waren interessiert. Aber ja, sobald ich den Namen Schalke hörte, war mir klar, dass ich hier spielen will. Hier vor diesem Stadion, vor diesen Fans. Und ja, ich dachte auch, es ist der beste Schritt in meiner Karriere, um mich weiter zu verbessern. Es ist gut, jemanden zu haben, der auch das gleiche Niveau hat, vielleicht sogar besser ist, damit du dich mit ihm messen kannst und jeden Tag besser werden möchtest. Und natürlich, ich liebe es zu spielen, ich will spielen, aber auch die Teamkollegen machen sich gegenseitig besser und das ist es, was wir tun müssen. Ja, es war das Gespräch, das ich mit dem Trainer und dem Sportdirektor geführt habe. Die haben mir gezeigt, dass jeder daran glaubt, dass wir die Qualität auf dem Platz haben und dass wir wieder aufsteigen können. Ja, in meiner gesamten Karriere habe ich als Flügelspieler begonnen, hauptsächlich als Linksaußen. Und in 3 Saisons habe ich mehr als Linksverteidiger gespielt. Das ist immer noch eine Position, wo ich viel lernen muss, aber das bekommen wir alles hin. Ich möchte Fußball auf höchstem Niveau spielen und hoffentlich in der nächsten Saison in der Bundesliga. Und ja, von da an werden wir sehen. Ich möchte jetzt einfach alle Spiele spielen und sehen, wo und was in der Saison passieren wird.